9 ganze Jahre ist es schon her, oder gut 9 Jahre ist es schon her, seitdem wir den letzten AT-AT Ewoker gesehen haben. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Wir haben einen neuen AT-AT Ewoker. Und damit darf ich euch herzlich begrüßen zum Review von dem lang ersehnten Review eigentlich, von dem LEGO Star Wars 2022er AT-AT Ewoker mit unserer Special-Figur Commander Cody, wozu ich gleich kommen werde. Aber bevor es zu dem Set ist, schaut euch gerne mein Unboxing-Video dazu an. Dort packe ich die Box aus, erzähle ein bisschen was über die Anleitung und über das Set an sich und natürlich zum Großteil über die Box. Ich habe mir im Ehrlichsein sehr viel Zeit damit gelassen, weil das ist schließlich das wohl beliebteste Set in diesem Jahr und ich mache jetzt erst ein Video dazu. Also es hätte schon viel früher eigentlich kommen müssen. Ich darf euch übrigens auch herzlich willkommen heißen bei meinem neuen Hintergrund. Und zwar habe ich dort hinten mal passend positioniert den 2013er Walker. Na gut, die Kamera fokussiert jetzt nicht, aber nur mal so als Vergleich. Für größere Sets habe ich mir nämlich jetzt extra diesen, diesen Hintergrund ausgewählt, wo ich immer so ein paar Sets präsentiere, damit es nicht so langweilig monoton aussieht. So, ihr kennt das Prozedere. Bevor wir zum Set allgemein kommen, stelle ich euch ja gerne die Minifiguren vor. Und ich weiß nicht, ob man es eine Minifigur nennen kann, aber wir haben einen neuen Spinndroiden mit dabei. Leider, ja, es ist, ihr habt es vielleicht in meinem Unboxing-Video gesehen, es ist ein Set, was auf Episode 3 auf dem Planeten Utapau basiert. Und da haben wir diesen schönen kleinen Droiden nicht gesehen, da haben wir Krabbendroiden gesehen. Warum ist hier ein Spinndroid bei? Warum, Lego? Warum? Nun gut, ich habe sowieso noch keinen Spinndroiden in meiner Sammlung, von daher finde ich das jetzt recht harmlos. Ja, es ist verkackt, weil Designer anscheinend noch nie Star Wars die Filme geschaut haben. Aber nun gut, erstmal zum Bild des Spinndroiden, die Beine ganz nett gemacht mit solchen grauen Druidentorsos. Und wo ich übrigens ganz froh bin, dass die hier vorne keinen Stud-Shooter ran gemacht haben. Es ist eine ganz normale Kanone, so wie wir sie seit Anbeginn der Lego Star Wars Ära kennen. Und es ist kein nerviger Stud-Shooter hier vorne, wie beispielsweise bei der 20 Jahre Edition von dem Kashyyyk Walker, wo ja auch so ein Spinndroiden mit dabei war. Und da war hier vorne einfach ein Stud-Shooter und keine Kanone. Oh, hat mich das angekotzt bei dem Set. Aber nun gut, hier ist es nicht dabei. Von daher GG, ganz gut gemacht. Ist übrigens auch der einzigst ernstzunehmende Part gegen den Läufer, also der Rest ist nicht ernst zu nehmen. Und wo wir schon bei ernstzunehmenden Dingen sind, hier sind die bisher unveränderten Kampfdruiden mit, ja, ihr kennt die Kampfdruiden, ja, das ist der Standard vom Standard. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist, dass die hier die nicht die schwarzen Blaster haben, sondern diese Metal, also Metallschwarz, also diese ein bisschen gräulicher wirken, also metallischer. Da haben wir nämlich 3 Kampfdruiden an der Zahl. In diesem Set dabei, kann ja nie schaden, Kampfdruiden mit dabei zu haben. Die können wir dann hier daneben platzieren oder auch nicht. Ihr fallt halt um, okay. Kann man natürlich auch machen. So, du stehst bitte auch, dann kämpfst du dort. Oh, mit? Nee. Kämpfe, Druide, kämpfe. Ohne gezückten Blaster. So, natürlich muss der Läufer auch bemannt werden. Da haben wir dann diesen 212. Klon-Gunner. Warum auch immer der 212. Klon-Gunner heißt, weil wäre ja zu kompliziert gewesen, den einfach Klon-Gunner zu nennen. Jetzt ist es ein 212. Klon-Gunner. Herzlichen Dank für die extra Beschreibung, Bricklink und Lego. Ganz besonders ist übrigens auch bei dem Set, dass jetzt die Klonhelme diese neuen Molds haben. Also ihr könnt jetzt an den Seiten so, oh, du bleibst hier, Helm, so Visors anbringen und so eine Antenne, wo übrigens auch welche in Orange mit dabei sind in dem Set. An sich muss ich sagen, ich weiß nicht, was die Leute gegen diese Helme haben, gegen diese neuen. Ich weiß, dass die der Visor und so weiter eigentlich ein bisschen weiter unten sitzen muss und dass auch die Helmproportionen nicht zum Kopf passen. Aber um ehrlich zu sein, ich mag diese Helme. Ich mag die wirklich. Das ist ja jetzt der zweite Phase 2 Klongunner, den wir bisher gesehen haben. Und so als Minifigur macht er sich gar nicht mal so schlecht bisher. Also fokussier bitte das Gesicht. Danke, da könnt ihr nochmal das Gesicht sehen. Unterscheidet sich jetzt nicht von dem Rest der Klontrupper. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass einfach der Gürtel nicht bedruckt ist. Also quasi, dass dieser Belt um die Hüfte, dass der nicht nach unten geprintet wird auf die Beine. Das wird auf den Torso gemacht. Finde ich ein bisschen schade. Dann hier zur Rückenbedruckung ist im Prinzip einfach nur eine standardmäßige Rückenbedruckung. Außer hier, dass diese Brustplatte mit diesem Riemen hinten angebracht ist. Leider keine Armbedruckung oder seitliche Beinbedruckung. Das ist auf jeden Fall euer Guide zum Fahren und Schießen im Panzer. Ja, kommen wir zu etwas richtig Genialem und zwar sind es die neuen 212. normale Clone Trooper aus 2022. Und hier ist wirklich ein großes Manko, was ich jetzt persönlich finde. Zu wenig Farbe. Also man sieht ja auch im Film, dass hier oben die Schultern und hier unten so ein bisschen vom Arm, dass das orange ist. Warum könnt ihr nicht, ich meine, ich hätte sogar nichts dagegen, wenn ihr wie bei den alten 212.
Phaser 2 Clone Troopers die Arme komplett orange macht, aber so komplett weiß. Das hat mich auch bei den 501. bei den neuen schon gestört, dass die Arme immer so weiß sind. Also da wirkt die Figur irgendwie so völlig farblos. Und ja, interessant auch nebenbei, der Blaster ist normal schwarz. Also kein Metallschwarz, ganz normales Schwarz. Ja, zur Rückenbedruckung, da ist nicht viel Besonderes, halt standardmäßig nur ein bisschen orange hier rangeklatscht. Der neue Helm-Mode, Standard-Klongesicht und ein paar nette Markings. Und ihr werdet es mir nicht glauben, in diesem Set habt ihr ganze 3 212. Clone Trooper. Ich meine, ist das mal ein Upgrade? Ist das mal ein Upgrade? Also im letzten ATTE Walker dort, da haben wir nur einen einzigen Klon mit dabei gehabt. Und jetzt haben wir hier einfach 5 Stück an der Zahl. Also die 3 Klone, der Gunner und natürlich Cody. Und nur um das euch mal zu verdeutlichen, so sahen die letzten 212. Trooper aus, die rausgekommen sind in dem Battle Pack zusammen. So, und jetzt Trommelwirbel. Tada! Da ist er. Phase 2 Cody, orangene Arme und eine wirklich, wirklich nette Torso-Bedruckung, also zumindest von vorne, haben sie gut gemacht. Hier die Commander-Markings oder die Abzeichen. Dann einen zweifarbigen Gürtel, sehr filmgetreu, das mag ich sehr. Zum Rücken. Jetzt kommen wir zu dem Cody Manking Nummer 1. Warum haben die bitte schön Dinge hier, diesen, ich weiß bis heute irgendwie nicht, was es sein soll, aber diesen Rucksack, nenne ich es mal, drauf geprintet? Warum? Also müsst ihr jetzt wirklich Lego alles jetzt printen, was Rucksäcke angeht? Das hat mich auch schon bei den Snowtroopern so genervt, dass die auf der Rückseite das jetzt raufprinten, anstatt den dort hinten zwei Teile ranzustecken, damit es ordentlich aussieht. So, Cody Manko Nummer 2. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe den Visor noch hinten geklappt und jetzt so, finde ich, sieht das nicht wirklich nach Cody aus, also vom Helm her. Da könnte man schon auf die Idee kommen, dass es sich um Cody handeln könnte. Ja, ich würde es jetzt auch von Weitem als einen Klon-Gunner-Helm entziffern. Also die einzigen Sachen, die mich wirklich an Cody erinnern, sind hier unten diese Helmmarkierungen und dann der Visor, der um ehrlich zu sein auch ein bisschen zu groß ist. Da hätten die sich auch mal einen neuen Mold dafür einfallen lassen können, aber dann gut. Und wenn ich den Helm mal abnehme, Cody hat einen exklusiven Kopf. Ein bisschen grimmig schaut er nämlich. Keine andere Emotionen, nur dieses grimmige, das neue Angry Clone Face. Mag ich sehr, passt zu den Klonen, passt zu Cody. Und ich bin mega froh, dass die jetzt Cody in Phase 2 endlich rausgebracht haben. Wurde auch Zeit, da waren die mit Captain Rex bedeutend schneller. Und die Figur liegt aktuell bei Bricklink, habe ich mal geschaut, so schon bei 20 Euro. Und ich glaube, der Preis wird enorm steigen für die Figur, weil so schnell werden die Commander Cody nicht rausbringen. Wieder erneut. Und schon gar nicht in Phase 2 und noch weniger in Phase 1. Gut, so viel zu den Minifiguren. Kommen wir auf das, worauf ihr alle gewartet habt. So, hier haben wir den Walker. Meiner Ansicht nach das beste Set 2022 bisher. Wir wissen ja noch nicht meine Meinung zu den anderen Sets, zum Beispiel vom Inquisitoren-Shuttle oder ähnliche Sets, die ich aus der Welle noch gar nicht besitze, aber bisher ist das für mich das beste Set 2022. So, ganz standardmäßig hier oben haben wir einen Tragegriff, wie er auch bei dem 2013er Modell vorhanden ist. Da könnt ihr dann einfach beide Finger runternehmen, so von vorne oder von hinten, ist egal, und dann euren Panzer anheben. So, kommen wir noch eben einmal von der Oberseite nach vorne zum Hauptgeschütz, zum großen, welches sich nach oben und unten bewegen lässt in verschiedenen Stufen. Dann hier vorne eine bedruckte Standardkonsole und als abschießbares Mittel tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, das sind in der Größenordnung die einzigsten beiden Stud-Shooter hier. Das sind ja die 9, wo ihr jetzt die Studs quer reinmacht. Da könnt ihr dann jeweils links und rechts einmal draufdrücken. Zack. Zack, und schon habt ihr die Druiden abgeballert. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall, erfahrungsgemäß wird sich das hier, wenn ihr mal hinhört, dieses schöne Geknarre von nach dem Motto so, es rastet richtig schön ein. Das wird mit der Zeit, wenn ihr das hier zu oft macht, das wird definitiv nachgeben. Und auch erfahrungsgemäß hängt die Kanone irgendwann einfach runter, weil sich hier hinten dieser Klapp-Klick-Mechanismus, der wird einfach ein bisschen lose und dann hängt eure Kanone irgendwann so ein bisschen ab. Das ist jetzt bei meinem 2013er Modell dort hinten jetzt nichts anderes. Vielleicht kann man es da ein bisschen sehen. Die Kanone hängt so ein bisschen runter. Das ist einfach dem Alter der Teile gewidmet und natürlich, dass man damit sehr viel Spielspaß hatte.
wird bei dem Modell hier wohl nicht passieren, weil es wird ab sofort nur noch rumstehen. Spielen tue ich damit ja eher weniger. Nur als Info für euch, falls ihr tatsächlich vorhabt, damit zu spielen. So, kommen wir dann zum Cockpit. Da verschiebe ich mal kurz die Kanone. Da haben wir hier diese kleinen Bull Turrets, wie sie auf Englisch heißen. Ich glaube, Bull Turrets heißen die. Ist jetzt nichts wirklich geändert worden. Also im Vergleich zum 2013er Modell ist das hier jetzt hellgrau. Das haben sie von dunkelgrau auf hellgrau umgewechselt. Wobei es wirklich eine kleine Verbesserung jetzt gibt. Und zwar, wenn ihr das Cockpit öffnen möchtet, dann geht ihr jetzt hier mit euren Fingern an diese beiden einmal ein Rundfliesen ran, damit ihr jetzt einen besseren Halt habt quasi, und dann könnt ihr einmal zack den Stuhl rausziehen oder halt den Kontrollsitz, wo dann euer Klongunner drauf Platz nehmen kann. Ich verdeutliche das einmal, das könnt ihr sogar mit Waffe machen, also die kann er auch mitnehmen. So, bitte setzen Sie sich darauf, so zack. Und dann könnt ihr den perfekt wieder in die Lücke reinschieben, na? So, und dann sitzt er da perfekt drinne. So, vom Cockpit geht's dann direkt weiter hinter in die Mittelsektion. Also Quatsch, in die, naja, eigentlich vom Spielfeaturen her, ja, in die mittlere Sektion. Aber eigentlich ist es ja direkt hinterm Cockpit, also so halb Mitte. Naja, ihr wisst schon, was ich damit meine. Auf jeden Fall, im Gegensatz zum 2013er ATTI könnt ihr jetzt, ja, die Klappe konntet ihr auch schon vorher hier hoch machen. Aber beim 2013er Modell waren ja hier einfach nur Ersatz-Flickfire-Missiles. Und jetzt habt ihr hier drin einfach ein vollkommen neues Interieur drin. Einmal diese Sitzmöglichkeit für Klontruppen. Da können zwei eurer Klone drauf Platz nehmen. Dann gibt es hier noch einen kleinen Halter für Thermaldetonatoren, wo ihr drei Stück an der Zahl mit in dem Set enthalten habt. Und dann gibt es hier hinten noch einmal die Möglichkeit, eine Box zu entnehmen. Oh, ich liebe dieses Set, man kann so viele Dinge verstauen. Wo noch einmal ein kleines Visier drin ist und der Thermaldetonator, von dem ich gesprochen habe. Ja, und dann sieht es da halt so drin aus. Ist jetzt nicht wirklich Besonderes. Ich finde es nett, dass sie hier versucht haben, so einen Durchgang anzudeuten mit diesem Fensterrahmen. Dass es quasi einmal nochmal durchgeht zur hinteren Sektion. Finde ich wirklich nett. Also ich liebe diesen Detailgrad des Innenraums unfassbar sehr. Und auch die Möglichkeiten, die man hier hat, gerade im Verstauen von Klontruppen. Können wir jetzt zum Beispiel einmal dann einen Standard 212. Klontrooper nehmen. So, zack, Arme hoch, Beine hoch. Den können wir dann hier auf dieses Gerät setzen, also auf diese Sitzmöglichkeit. Hier ist übrigens noch ein kleines Werkzeugtool mit dabei. Also ihr werdet auch reichlich versorgt, wenn es darum geht, den Panzer zu reparieren. So, und weil es so schön war, setzen wir gleich nochmal einen zweiten dazu. So, zack, ihr dürft euch unterhalten. Und dann jetzt kommt so ein bisschen der Kniff an der ganzen Sache. Und zwar ist ja das hier in der Mitte eigentlich die Halterung für eure Finger. Nur wenn da zwei Klone sitzen, dann lässt sich das schwer greifen. Deswegen empfehle ich immer, am Helm anfassen, solange es noch stabil ist und die Teile relativ neu sind. Und dann könnt ihr das einfach hier zwischen so wieder reinsetzen. Das sieht dann so aus mit den Klontruppen. Dann könnt ihr das da besser sehen. Ist jetzt sehr freiräumig, muss ich sagen. Also ihr habt da definitiv mehr als genügend Platz. Und ich bin schon sehr groß, auch von den Händen her. Das passt. Also definitiv, da werdet ihr keine Schwierigkeiten mit haben. So, und dann könnt ihr das ganz einfach wieder einklappen. Die Panzerungen, zack, zack, Klappe zu. Und dann sitzen die da drinnen. Perfekt. Es eckt nichts an. Alles wunderbar. Jetzt, da wir die eine Hälfte des Panzers abgehakt haben, wenden wir uns der Hinterseite zu, dem Hinterteil. Hier muss ich sagen, eine sehr große Veränderung, die ich bei dem Set als einziges nicht mag, ist, dass ihr das hier, dieses gesamte Mittelding, jetzt nicht mehr hochklappen könnt, wie beim 2013er Modell. Das ist jetzt hier mit dieser komischen Technik-Clip-Konstruktion zusammengemacht aus zwei Teilen. Ich finde persönlich, so ist das richtig schwierig auseinander zu machen. Wenn ihr das hier anfasst, dann brecht ihr euch einen dieser Bull-Turrets ab. Und generell hat man hier halt nicht wirklich eine Möglichkeit, das zu umgreifen. Deswegen empfehle ich, vom Profi klappt euch die Panzerungen links und rechts auseinander. Und dann könnt ihr das Ganze ganz entspannt lösen und runterfahren. Wow, sehr schön smooth auf jeden Fall. Ja, und dann habt ihr da drin das ganze Interieur. Unter anderem besitzen wir hier einen Feuerlöscher, dann ein Control Panel für die Rückseite, leider ein Sticker, eine Kaffeetasse dort hinten, eine Halterung für eure Blaster, dann hier hinten diese Pins könnt ihr als Halterung für eure Gewehre nutzen und dann nochmal die Andeutung des Durchgangs dort hinten. Und natürlich, Demonstration darf nicht fehlen, deswegen Blaster Nummer 1 ist drin gesteckt, Blaster Nummer 2 oder besser gesagt Gewehr Nummer 1 auch hingesteckt, kein Problem. Dann habt ihr ja im gesamten Raum 5 Sitze, wo ihr Klone hinsetzen könnt. Sagen wir mal, packen wir Cody hier hin und den letzten der 212 in diesem Set dahin. So, kein Problem. Ihr könnt natürlich
auch gerne die 212 aus dem Forum hier noch mit hinpacken. Dorthin, dorthin, dorthin. Und falls es euch beliebt, könnt ihr auch einen, wenn ihr sie habt, noch von diesen älteren 212 nehmen und die dann mit dazu platzieren. Die haben dann auch ihren Spaß, obwohl sie anders aussehen, aber kein Rassismus unter Klonen. Verstanden? Ja? Ja, so viel auf jeden Fall zum hinteren Innenraum. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich sehr schön gemacht. Also wirklich wunderbar. Ihr habt so viele Zugangsmöglichkeiten, so viel zu umgreifen, sehr viel rauszunehmen, sehr viel zu interagieren. Und da haben sie sich wirklich Mühe gegeben mit der Designfrage des Innenraums und selbstverständlich auch mit der Außenseite, keine Frage. Was sie natürlich auch geändert haben, also was heißt natürlich, aber was sie geändert haben ist, beim 2013er Modell war hier eine Leiter, die hättet ihr aufklappen können und dann quasi können eure Klone hochgehen. Jetzt ist hier hinten keine Leiter mehr. Bewegen wir uns einfach mal jetzt vom spielerischen Faktor weg und gehen ein bisschen auf das äußere Panzerungs-Allgemein-Design des Läufers ein. Ich muss sagen, er wirkt oder er ist schmaler. Also er ist wirklich schmaler, jetzt kein Spaß. Was hauptsächlich daran liegt, dass die Füße einfach verkleinert wurden. Das war ja beim 2013er Modell, bestanden alle Füße ja noch aus diesen großen Satellitenschüsseln. Und jetzt haben sie das sehr verbrickt, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt schlimm, weil ich finde, die kleineren Füße sind wesentlicher filmakkurat. Und auch hier oben, das Teil war ja früher nur mit einer Schüssel, mit einer geprinteten geregelt, so wie die das jetzt gemacht haben, mit dieser doppelten Lage an Platten, finde ich das wirklich viel, viel filmrealistischer. Und ja, es ist ein blauer Pin, die haben immer noch keine grauen Pins erfunden. Die Beine an den Seiten sind übrigens nur über diese eine Technikverbindung gesichert. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil die mittleren Beine werden ja nicht beansprucht zum Halten. Und vielleicht hört ihr es mir ein bisschen raus. Und zwar rege ich mich nicht oder gering über die Sticker auf. Und zwar warum? Es sind drei kleine Sticker mit dabei. Das handelt sich dann um diese republikanischen Logos und um den kleinen Control-Sticker, der hier hinten im Innenraum drin ist. Aber der Rest sind wirklich schöne, große Sticker. Die beiden hier, die sind auf der anderen Seite auch nochmal. Und hier oben der kleine Detailreichtum, der ist auch mit Stickern geregelt. Aber große Sticker, das mag ich wieder. Und es sind nicht so viele Sticker, versteht ihr? Also es handelt sich hier um gut 10 Sticker. Und ich finde, für ein Set dieser Größenordnung und vor allem große Sticker ist das absolut akzeptabel. Oh, Entschuldigung, 11. Hab den hier vergessen. Also 11 Sticker, aber aus meiner Sicht vollkommen akzeptabel. Ich denke, ich werde auch ein Versus-Video machen. Also quasi 2022 versus das Set aus 2013. Dann könnt ihr euch mal so ein Bild machen, wie das Set von damals aussah. Vielleicht habt ihr das Set ja und wir besprechen einfach nur, welches besser ist. Auf jeden Fall wird dann so ein Versus-Video kommen. Ich persönlich bin mega happy, dass dieses Set endlich wieder erschienen ist, auch wenn es wieder mal mit Druck geschehen musste. Aber ne, gut, manche Firmen lernen es halt nie. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Findet ihr es genauso gut wie ich? Oder findet ihr eher so, meh, muss nicht sein, hätte auch was anderes geben können? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.